Okay, cool, so. Normalerweise sind Sachen vom Brett teurer, weil die Leute, die vom NPC kaufen, dann ins Marktbrett stellen. Aber warum? Das macht gar keinen Sinn. Warum kauft man die dann nicht einfach direkt vom NPC? Also, jetzt so von den Menschen, die... Spannend. Noctis-Ausrüstung. Auf jeden Fall. Wir müssen Hedin finden. Aber wir sind gerade auf dem Weg dahin. Das ist ja sehr praktisch. Es sieht fast so aus, als ob ich gewusst hätte, was ich machen wollte. Aber nein, das ist nicht der Fall. Tatsächlich, ich sollte vielleicht mal diese zwei Dinger hier aufsuchen, die einfach noch fehlen. Das macht, glaube ich, Sinn. Irgendwann. Irgendwann mache ich das. Okay, es ist einfach die Faulheit der Leute auszunutzen. Das, relatable, I guess. Sei gegrüßt, ich bin Hedin, ein Schüler von Professor Lambert. Du bist Mu, richtig? Ich habe schon gehört, dass du einen denaturierten Kristall suchst, der dir gegen Element Wind hilft. Nun, da kann ich dir wohl weiterhelfen. Bla 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 bla, okay. Dann schauen wir mal, wo Gigidi ist. Ich hätte auch einfach hinlaufen können. Es wäre wahrscheinlich schneller gegangen, als wenn ich da jetzt hinwarpe. Aber schön, okay. Ey, ich werde einfach die ganzen Wacko-Namen, die keiner aussprechen kann, mit aussprechen. Nicht überhaupt richtig. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier sein sollte. Wie komme ich da hin? Ich hab gesagt, einfach hinzulaufen würde schneller gehen, als wenn ich da jetzt hinwarfe, Alter. Ich meine, ist ja auch so, Gridania, beste Stadt. Ich meine, Uldar für immer meine Heimat, aber Gridania ist einfach halt Wald und Wald ist voll hübsch. Punkt. Das ist halt einfach so. Da kannst du nichts gegen sagen. So, irgendwo hier, da unten. Oh, okay. I get it. Oh, voll stark hier. Krass. Oh, fuck. Mal schauen, ob wir das überleben. Nein, tun wir nicht. Verdammt. Nein, wir warten. Vielleicht belebt mich jemand wieder. Tame Hunter, danke für deinen Sub. Okay, vielleicht belebt mich auch keiner wieder. Vielleicht soll ich doch zurückgehen. Vielleicht macht es Sinn.
Tada! Schon mich wieder hier. Alle so, wow, wie ist das passiert? Das ist ja übelst krass. So, watch it. Jetzt geht's schneller, wenn ich da hinlaufe, als wenn ich da nicht hinlaufe. Nee, warte, das wollte ich nicht. Ups. Warte, das hier. Ich habe meine Dings umgestellt und ich habe mich daran noch nicht gewöhnt. Aber ich weiß, dass ich mich daran gewöhnen werde, weil es viel mehr Sinn macht. Ich glaube, nach hier, oder? Nee. Doch. Ah, doch, da oben. Okay, alles cool. Ja, gar nicht. Ahahaha, verdammt. Hä, ich hab ihn doch. Okay, alles cool. Da bist du ja wieder. Warst du erfolgreich? Sag mal, was ist so ein erbärmlicher Gestank? Okay, anscheinend haben wir den. Aber da waren noch zwei von diesen großen Viechern. Ich habe doch eins nicht gekillt, oder? Tja, was soll's. Ein denaturierter Kristall. Der sieht sehr vielversprechend aus. Mein Glückwunsch. Aber was ist denn das für ein Schleim, der da dran klebt? Ist das etwa... Jetzt weiß ich, was hier so stinkt. Es ist dein Kamm. Es ist der Speichel des Spriggans. Es ist Glück im Unglück, wie ich meine. Der zähe Schleim hat den Kristall beschützt, so dass du auch ohne einen speziellen Behälter ausgekommen bist. Nun... Ich will mal die Nase zukneifen und den Kristall näher inspizieren. Puh, ja, damit kannst du das Element Feuer manipulieren. Nein, nein, schon gut. Kleiner Scherz. Der Kristall enthält eine so hohe Konzentration des Elements Eis, dass gemäß der Elementarlehre großen Einfluss auf das Element Wind ausübt. Was? Das ist ja super kompliziert. Das ist also genau der Kristall, den du gesucht hast. Herzlichen Glückwunsch. Holy fucking shit, Junge. Let's fucking go. Oh, Verzeihung, ich wollte den Kristall nicht für mich beanspruchen. Er ist nur so faszinierend. Hier hast du ihn zurück. Professor Lambert Hint hat mir geschrieben, dass ein gewisser Marquess am Luftschifflandeplatz in Gridania auf dich in den Kristall wartet. Okay. Da kann ich lang gehen, um was? Da ist irgendwas. Was? Ah, nee, da, okay. Ich dachte gerade so, hä, ich kann in die Konzerthalle reinrennen und dann anscheinend mich da durchglitschen und dann komme ich in den nächsten Raum, aber nein, okay, alles cool. Die Städte sind alle mega labyrinthisch. Das einzige Stadtding, was in meinem Kopf Sinn macht, ist Uldar, weil ich da halt einfach schon eine Milliarde Mal war. Warte mal, ist das jetzt... Ist da vorne, oder? Muss ich hier durch? Nee. Unten. Okay, ja, das wäre mein zweiter Versuch gewesen. Okay. Einmal zum Luftschiff, bitte. Weißt du, der Vorteil, dass wir am PC spielen, ist, dass ich einfach übelst krasse Performance haben kann, obwohl das Spiel halt einfach immer noch richtig gut aussieht. Der Nachteil ist, dass mein PC einfach klingt, als ob er gleich abhebt. Und da ist sogar eine Wasserkühlung und alles drin, damit er eben nicht so einen Krach macht. Aber hot damn, Junge. Er ist schon so... Vielleicht ist auch die Grafikkarte, die das macht. Apropos Grafikkarte, es gibt eine Evangelion-themed NVIDIA GeForce RTX 3090. Die muss ich haben. Shit.
Warum kann ich die nicht kriegen? Warum? Asus ROG, schickt mir die mal zu. Was ist das Problem? So, ich bin der einzige Mensch, der was mit einer Evangelion-Grafikkarte anfangen könnte. Haut mal raus. Seid einmal mutig. Die Reparatur und der Umbau der Enterprise sind fast abgeschlossen. Jetzt wird nur noch der denaturierte Kristall. Ein Glück haben wir den. Perfekt. Habiba. Ich muss nur noch ein paar Tests durchführen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich bin zuversichtlich, dass die Enterprise mit dem denaturierten Kristall in der Lage sein wird, jeden Sturm unbeschadet zu durchfliegen. Selbst die von Garuda geschaffene magische Sturmbarriere. Schon bald wird die Enterprise wieder sich in die Lüfte erheben und dieses Mal stärker und wendiger als jemals zuvor. Endlich bin ich wieder in meinem Element. Mega gut. Die kann ich alle nicht benutzen. Hate my life. Aber was soll's. Sid wird mit dir aufbrechen, um Garuda zu besiegen. Hot shit, let's go. Das sollte funktionieren. Ich habe den Kristall in einen Elementarumwandler umgebaut. Wir werden die Windmauer Gerudas mit dem Kristall aus Gridania ins Element Eis umführen. Laut dem Wissen von Lamelin und seinen Schülern, sowie meinen Versuchen, sollten wir zu dem gewünschten Effekt kommen. Versuche sind natürlich keine Garantie, aber es gibt nur einen Weg, es hundertprozentig herauszufinden. Wir fliegen in das Auge des Sturms. Eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt müssen wir nur noch den Wandler ins Schiff umbauen. Einbauen, was auch immer. Es ist schon seltsam, ich erinnere mich so gut an nichts. Es steht doch da, warum kann ich es nicht lesen, Alter? Ich erinnere mich an so gut wie nichts, aber diese Handgriffe beherrsche ich immer noch wie im Schlaf. Ich bin eben doch zum Techniker geboren und nicht zum Totengräber. Ich fange da mal an. Die Enterprise wird nicht wiederzuerkennen sein und Gerudas Windwand gehört auch ein elementarer Tapetenwechsel verpasst. Boah. There. She's ready. Yo! Das ist ein bisschen echoing. Echo, Echo, Echo. Warte mal kurz. So. Ah, she stirs. Erstmal Händchen halten. To Kurthus and an audience with the Harpy Queen Garuda. Enterprise, engage. Junge, die englische Synchro ist bereits Welten besser als die deutsche. Jetzt zieht er sich die Maske ab und es ist einfach Sephiroth. Ew, was hat er da auf der Stirn? Damn it. Ah, I once flew in this airship. And I... There were adventurers on board. Adventurers like you. Just how long have I worn these damn goggles?
Yes, I fancied myself a trendsetter in my younger days. Er ist einfach hot geworden, oh mein Gott! The young prodigy, admired by all. Exactly like his father. Born and raised in Garlemald. Voll cool. Er hat einfach diese 1600-Dollar-Figur. Nee, gar nicht, diese 12.000-Dollar-Figur. Should become an engineer. Had his father not done the same? Father, when did we stop seeing eye to eye? When did Meteor become your everything, and your loved ones cease to matter? You abandoned us all. But he was there for me, Father. There... Bleh. Though he proved no better in the end. Gaius was just another man with an all-consuming obsession. And so I ran, left the Empire behind, and came to Eorzea, where I built the ironworks. Yes, it was then that I first donned these goggles. Eorzea opened my eyes. It was home to so many manner of people, each with their own hopes and dreams. People worth saving, and so I fought beside them. Also was die halt auf Englisch sagen, passt halt so überhaupt nicht zu der deutschen Übersetzung. Also, weißt du, normalerweise ist ja zumindest so gewisserweise so ein bisschen der Sinn der englischen Lokalisierung in der deutschen immer noch vertreten, aber das ist ja so komplett anders als das, was da unten steht. I wanted to prove that my knowledge could serve a nobler purpose. I wanted to prove that there was another way. And it all began that day when I found my new home. I had forgotten how wonderful it was, the wind in your hair. The endless sky. Jemand muss dieses Upgrade-Meme machen, wo man Sid sah, als er jung war, und dann dieser Upgrade-Button und dann Sid, wie er jetzt aussieht, weil einfach so viel besser einfach. That light. It was you, wasn't it? Vielleicht,
Vielleicht auch nicht. Wer weiß. It's surprising how few people know this, but all pure-blood Garleans have a third eye. Perhaps mine helped me recognize you, or perhaps it was just a lucky guess. Kann ich eigentlich auch so einen krassen Bart als Charakter haben? The Enterprise was made for this. To carry Eorzea's protectors into battle. I am proud to be able to call her my own. Cid? What exactly do you remember? Alphinaud, my boy. Sorry to have been such a burden. I remember everything. Yes, Cid is back. My name, my people, and my purpose. Everything. Come, it would be rude to keep Garuda waiting. Hä, super doof. Ich will auch als Daddy spielen, aber als Daddy-Mensch und nicht als Daddy Full Furry, so. Was ist los, Mu? Willst du zurück nach Gridania? Nein, wir sind hier genau richtig. Wir sind hier, wo wir sein sollten und nirgendwo anders. Es sieht sehr ominös aus, einfach. Es wird auch, dass du Furry bist. Man kann keine blauen Wölfe in dem Spiel haben, also kann ich hier kein Furry sein. Ich möchte kein billiger Katzenabklatsch werden. Ist hier sonst irgendwas Spannendes? Anscheinend eher nicht so. Dann Alphinaud, mein Boy. Wir haben die Mauer durchbrochen. Gleich werden wir Garuda sehen. Nun endlich stehen wir ihr gegenüber. Ich hoffe, dass all unsere Bemühungen nicht vergebens gewesen sein mögen. Ich hoffe, ich bin bereit. Ich sollte bereit sein. Ich bin bereit. Let's go! War das Garuda-Lied nicht auch voll gut? Wie könnt ihr es wagen, mich zu belästigen? Habt ihr jämmerlichen Würmer vergessen, wo euer Platz ist? Im Staub der Erde, wo ich euch zermalmen werde. Oh, 12, steh uns bei. Ist das die Windgöttin Garuda? Allein ihr Anblick lässt mich schon das Blut in den Adern gefrieren. Seht nur, da drüben. Die gefangenen Amaljar und Kobolde. Sollen sie Garuda geopfert werden? Sprecht, närrische Sterbliche! Was führt euch hierher? Warum sollte ich euch noch nur einen Augenblick lang meine Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen? Garuda, wir sind gekommen, um dir ein Ende zu bereiten. Hahaha, wie amüsant. Das Gewürm begehrt gegen die Herrin der Winde auf. Doch eure blasphemischen Worte werden euch in den Hälsen stecken bleiben. Zu Boden mit euch! Werft euch in den Staub und winselt um Gnade! Das Gewürm, wie du es nennst, ist durch die Luft geflogen und hat... Du hast keine Macht über uns, Garuda! Glaubt ihr wirklich, mir die Stirn bieten zu können? Und das ausgerechnet hier in meinem Reich? Ihr seid nichts weiter als Kriechtiere, die vom Fliegen träumen.
Der Wind wird euch zerfetzen und euer Blut in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Ha, wir erschlagen die Federlosen. Ha, Ehren zu Garuda. Ha! Mu, überlass das Federvieh uns und kümmere dich um Garuda. Nur du kannst sie bezwingen. Wenn wir heute siegen, können wir Ersea vor dem Primai retten. Los, Mu. Kämpfe für die Morgenröte. Für Ersea. Du erbittest also die Gnade, durch meine Hand zu sterben? Nun gut, sie sei dir gewährt. Doch denke nicht, dass ich Gnade walten lasse, sobald dich grenzenloser Schmerz deine Torheit begreifen lässt. Damn, ich erinnere mich wieder. Oh Gott, ich brauche Kopfhörer dafür. Ich höre ansonsten gar nichts, Mann. So, okay. Let's go. Ey, mein Ex hat einfach diesen Kampf die ganze Zeit gespielt, so. Jedes Mal, wenn wir zusammen waren, Final Fantasy 14 und einfach die ganze Zeit Garuda, Alter. Ich erinnere mich wieder. Oh, okay, sie macht irgendwas Krasses. Das wusste ich nicht. Voll cool. Muss hier auf voll viel achten. Das ist total ungewohnt. Oh, nice.
Gott, ich bin total überfordert, Alter. Es passiert einfach so viel Kram hier. Holy shit. Okay. Oh mein Gott. Nice. Nein. Wie kann das sein? All eure Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. Ihr seid machtlos gegen mich. Dachtet ihr Würmer tatsächlich, über eine Göttin triumphieren zu können? Wisset, dass meine Macht grenzenlos ist. Meine treuen Kinder haben mir unzählige Kristalle geschenkt, die mir Kraft geben. Ganz gleich, wie sehr ihr euch windet, eurem Schicksal werdet ihr nicht entkommen. Je mehr ihr mir schadet, umso lauter werden die Gebete meiner Kinder erklingen. Das, ihr Unwissenden, ist der Quell wahrer Stärke. Kein anderer Gott kann mir mehr in die Quere kommen. Alle Kristalle gehören mir, mir, mir allein. Ich, Garuda, bin die einzig wahre Göttin. Mist. Wir haben keine Chance gegen sie, solange sie Kraft aus den Gebeten der Exile zieht. Wir müssen die Vögel zum Schweigen bringen. Ah! Ah, meinen Kindern werdet ihr keine Federn krümmen. Das ist erst der Beginn, ihr kriechendes Getier. Alle, die sich mir entgegenstellen, werden hinfortgerissen von meinem Sturmwind. Die Waldwürmer werden ihr Urteil bald erhalten. Den wüsten Insekten wird kein Mäuerchen helfen, um einen Wirbelwind abzuhalten. Und ihr Seetier, ja gar nicht, ihr Sägetier von Limsa werdet vertrocknen in meinem Tornado der Rache. Zittert, ihr Erdenwürmer, denn ich werde euch hinfortfegen. Alles ist mein! Und dich, klein Sterblichen, wird es teuer zu stehen kommen, dass du mich herausgefordert hast. Nicht nur verlierst du dein Leben, ich werde es bekommen. Diene mir, Staubkriecher, für den Rest deines elendigen Lebens. Was? Ich habe dich beeinflusst. Ich besitze dich. Deine Seele gehört mir. Okay, hau raus. Was hast du mit mir gemacht? Der Kristall! Kein Sterblicher darf über solche Kräfte verfügen. Wie entziehst du dich meiner Macht? Das ist eine berechtigte Frage, so. Wie entzog er sich ihrer Macht? Weg!
Why do you not tremble at my might? Why do you not beg for mercy? Why do you not die? We've done it! Ah! Impossible it is! Kill you all! Is that all? O Lady of the Vortex! O mighty Garuda! Of all primals, the most terrible, I say again, is that all? Gaius! Ah, Cid, my boy, you look well for one who has forsaken kin and country. Oh, Cid! What else you will forsake before the day is done. What? What exactly did you hope to accomplish here this day? I... Well, I shall accomplish far more. Is that all? Is that all? Insolent mortal! I shall make you suffer! That foul stench! I see now. She has touched you! Very well. Seven hells, does she still mean to fight? Our Lord of the Inferno, Almighty Ifrit, grant us succor in our hour of need! Oh no! Save us, Titan, Lord of Crags! It hurts our soul! The pain! The pain! What is she? 12 preserve. She cannot mean to... Was ist was? What? Kann sie einfach die anderen Primals beschwören? No, this is all wrong. Holy shit. Stop gawping, boy. We must run. Surrender yourselves unto me! I would feast upon your ether! None shall stand against the wind! Bear witness to the glory of the Empire! Oh, damn! Yo, hau raus! Einfach Ultima Weapon! Voll cool! Holy shit! Sei es voll stark! It is you who will suffer, Garuda! Ancient Alec had ways of dealing with your kind. Now, look on their ultimate weapon, Icon, and despair. No! No! No!
Wow, what? Holy shit. Magnificent. It exceeds all expectation. With each primal it consumes, it grows more powerful. A marvel, is it not? Such is the fate of those who oppose the Empire. There will be no warriors of light to save you this time. If your leaders are as wise as they are reported, they will surrender. Your skills are impressive, but they will not be enough. Twelve, have mercy. What chance have we against such an ungodly creation? And who was that armored devil? That was Gaius Van Balsar, Legatus of the 14th Imperial Legion, and Supreme Commander of the Garlean Invasion Force in Eorzea. Of course. The Black Wolf. How could I not realize? Grandfather mentions him in his journal. I was never so naive as to think the man would abandon his ambitions. But these developments are beyond my worst expectations. What have you been doing these past 5 years? How could something of this magnitude have escaped the Alliance's attention? Es sei denn, die Allianz ist einfach mit darin verwickelt. No whispers, saw no signs. In the wake of the Calamity, the Empire seized land and built outposts, but that was the extent of their aggression. Damn it, Gaius. Where in the Seven Hells did you find that thing? It has been a day of unexpected developments, but the fact remains, Garuda is no longer a threat. While I take no comfort in the manner of her downfall, it does mean that we may safely put the matter of the Primals to one side. For the time being, at least. Which just leaves the matter of Gaius's new toy. Indeed. That weapon poses the greatest threat to Eorzea. It must be destroyed. But first, we must needs find out all we can. Let us make for Vesper Bay. We shall rebuild the Scions. All is not yet lost, my friend, for we bear the light, and shall surely lead our people from the darkness. Zeit für Kingdom Hearts. Let's go. Ehrlich sind wir da, so viel geschehen, dass es schwer ist, einen klaren Gedanken zu fassen, bla 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 bla. Ich möchte eigentlich gar nichts davon, das ist alles irgendwie doof. Halt, das wäre cool, aber Krieger-only mal wieder. Dieses Spiel möchte halt absolut nicht, dass du irgendwas anderes als Krieger beim ersten Mal spielst. So. Kehre mir zu Sonnenwind zurück und schau mal, was da so geht. Ah, kein Wunder, dass es die ganze Zeit so komisch nicht richtig lief. Das Fenster war nicht aktiv. Warte, wir können das voll smart machen. Ich hab doch diese Scheißteile gefunden. Hier. Wie kann ich den benutzen? Yo! Sparen uns das Laufen einfach. Was ist los? Alle begeistert hier. Bis zu dem Zeitpunkt meinten die mit Krieger einfach alles außer Sammler und Handwerker. Okay, das erklärt vieles. Halt, die Kriegerrüstungen sind einfach so fucking stark,
Und alles andere ist halt so komplett furchtbar. Richtig strange, Alter. So. Du bist so nachdenklich, Mu. Ja, das alles zu sehen ist bedrückend. Aber wir müssen tapfer sein. Nur Mut, Mu. Gehen wir hinein. Ja. Warte. Halt! Wer ist da? Grüßt man so etwa seine Freunde? Ivy Note, Musician. Das gibt's ja gar nicht. Und Sid ist auch da. Schön, dich zu sehen, Ida. Ich bin heilfroh, dass ihr noch lebt. Der Sonnenwind hat schon bessere Zeiten erlebt, was? Ich war bei dem Überfall nicht hier, sondern in Gridania, um mit der Bruderschaft der Morgenviper über das Vorgehen gegen Titan zu sprechen. Als ich zurückkam, fand ich hier den Ort des Schreckens vor. Ida. Die Kirche hat sich um die Bestattung der Toten gekümmert, aber all das Blut und... Wenn Ishtala nicht bei mir gewesen wäre, ich... Ishtala ist auch hier. Ja, sie suchen die Spuren, um die Geheimnisse zu rekonstruieren. Papalimo und Minfilia waren nicht unter den Toten. Ishtala glaubt, dass unsere Freunde verschleppt werden. Zweifellos von diesen galearischen Hunden. Aber warum? Worauf hatten sie es abgesehen? Vermutlich weiß Gaius von der besonderen Kraft, die manche unserer Mitglieder verfügen. Die Kraft des Transzendierens. Unser Kampf gegen Garuda hat Gaius wahrscheinlich gezeigt, dass diese Gabe einen gewissen Schutz gegen die Beeinflussung durch die Primae bietet. Ich wette darauf, dass er sich diesen Schutz aneignen möchte. Er wird versuchen, das Geheimnis aus Minfilia herauszubekommen. Das erklärt allerdings noch nicht, woher die Galear überhaupt unser Versteck kannten. Vielleicht ist das aber auch unerheblich. Was zählt ist, dass wir schnell reagieren. Wir müssen unsere Freunde retten und mit ihnen die Morgenröte Eoseas. Kann ich auf dich zählen, Ida? Was? Aber natürlich. Ich tue alles, was nur möglich, was nur irgend möglich ist. Gut, als erstes sollten wir ein wenig Kraft schöpfen, während wir auf Ishtala warten. Sobald sie ihre Nachforschung abgeschlossen hat, brechen wir auf. Solidario, danke für den Sub. Mega cool. Hey Aristro. Hier. Feel. Think. Bringer of light. Brave gatherer of the crystals, thy soul burneth bright. I am Hydaelyn, all made one.
Hearken unto me now, for the darkness doth begin to spread. Wear thee the bearer of the crimson brand, for he is the avatar of shadow, whom death attendeth always. The crystals shall be thy salvation, thy blade and shield both. Steel thyself, for at the appointed hour, thou shalt stare into the heart of darkness. Go with caution, my child, but fear not, for I am ever with thee. Ishtalar! Mu, Ifinot und Sid, ich bin froh, euch zu sehen. Es ist fast so, als hätte der gute Louis Soir uns heute hier zusammengeführt. Ich höre gerade sein Flüstern. Kipp die Morgenröte nicht auf. Kämpf für sie. Ich habe herausgefunden, wohin Minfilia und die anderen verschleppt wurden. Wohin? Zu einem Stützpunkt des Gailarischen Kaiserreichs, mitten in Mordona, Castrum Centri. Krass. Das sollten wir machen, aber ich glaube, ich sollte auch ebenfalls mal bei Zeiten mein Black Mage-Dings weiterleveln. Daher. Lass mal kurz hier hingehen. Ich glaube, das war irgendwo da, ne? Kenne ich irgendwoher. Oder? Das Lied ist ein Spoiler. Ich kann mit dem Lied halt nichts anfangen. Cool. Also das Lied mag ein Spoiler sein, aber das wurde so unharmonisch gespielt, dass ich einfach null Erinnerungen daran besitze, ehrlich gesagt. Daher. So, wo war denn? Nochmal die Schwarzmagier-Gilde. War die nicht irgendwo voll am Ende des Weges? Mann, ich habe so viel Nostalgie für diese scheiß Stadt, Alter. Echt, andere Richtung? Aber das ist doch die Thaumaturgen-Gilde. War das der Schwarzmagier-Kram nicht irgendwo hier? Goldschmied-Gilde? Hä? Reparatur, Händler, Marktbrett. Echt? Okay. Genau, der war nämlich da unten. Der war nicht in der Thaumaturgen-Gilde. Der gummelt da irgendwo rum.
Stimmt, du kannst auch einfach direkt hier hin warten. Da war ja irgendwas, ne? Whack. Einfach direkt zur Webergilde und dann war der da. I remember. So, Lalai bietet dir eine tiefere Einführung an. Ah. Oh. Schwarzmagier Mu, du hast bereits die zweite Hürde genommen und blickst immer noch fordernden Prüfungen deiner Kräfte entgegen. Los geht's, ich bin bereit. Ich will auch dieses Basic Schwarzmagier-Outfit haben. Das bekomme ich noch, ich hoffe. Ey, wenn ich das nicht kriege. Damage, Alter. So, was geht schneller? Vom Finsterwald aus dahin? Wahrscheinlich schon, ne? Ich sag einfach mal ja. Schauen wir mal. Let's see. Vielleicht haben wir Glück. Ba-ba-ba-ba-d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 a
Ungeschickt bist du, aber denkst du das nicht, kannst du das schon schaffen? Okay. Ja, das kriegen wir schon hin. Chateautos Edelstein. Aha, aha, aha. Aha, okay. Dann werden wir den Edelstein mal zu neuem Glanz bringen. Oder so. Los geht's, muss ich dafür hin. Aha. Back to Horizon. Zero Dawn. Yo! Ich muss Horizon Forbidden West noch weiterspielen. Es ist halt krass, wie ich voll gehypt auf das Spiel war, eine halbe Stunde gespielt habe, ausgemacht habe und seitdem nie wieder anfasste eigentlich. Warum machst du nichts, Junge? Und... Na bitte. Du willst Panarin-Riss schließen? Brauchst du starke Schwarzmagie? Schließt du... Komm zurück. Okay. So. Wer steht da hinten? Wupp. Mega gut. Eigentlich müsste die Lautstärke vom Spiel passen. Also ich habe es ein bisschen lauter in meinem Stream gemacht. Aber eigentlich müsste das hinhauen. Oh, ich vergesse den Shit zuzumachen. Eigentlich müsste es hinhauen. So. Also ich habe die Lautstärke halt irgendwann mal so eingestellt, dass sie eigentlich passen sollte. Weil wenn ich das wieder höre, ist das Spiel genauso laut wie ich und dann versteht man einfach null, was ich sage. Daher, eigentlich ist das vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Es ist vielleicht ein bisschen ticken leise, aber theoretisch müsste das eigentlich vollkommen passen.
Du. Ich finde, ich sollte jedes Mal einen Kill kriegen, wenn ich über so ein Monster rüberfahre, welches offensichtlicherweise so 20 Level unter mir ist. So, Friend. Ba, 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 ba. Yes! Sick. So, kann ich ihn noch direkt ansprechen? Okay. Schwarzmagier Mu, der Zeitpunkt deines Kommens ist gut gewählt. Ja, ich war einfach quasi in der Nähe. Ah, shit, das war vielleicht wichtig. Ha. Okay. Los geht's, schätze ich. Ba, 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 ba. Bis später, Vichan. So, bin ich da? Da bin ich richtig. Okay. Come on, dude. Wirklich? Ach. Jetzt aber ein bisschen übertrieben hier.
Ja, ist echt so. Ich lerne schon wieder drauf. Oder auch nicht, weil ich einfach insane krass gut bin. Die Stele ist über und über mit Moos bewachsen. Doch als du dich hier näherst, leuchtet dein Schwarzmagierkristall auf und lässt wie von Zauberhand eine Inschrift erscheinen. Die alten dunklen Künste, das Böse, locken sie an. Kennst du dich seiner erwehren? Vergehst du voller Gram? Ein Heer aus Nichtgesandten. Das dunkle Atmen der Brut. Mit Zaubern sollst du es bannen. Schickt es dich in den ewigen Tod. 49? Holy shit. Riecht das hin? Schauen wir mal. Spürst du es auch, Mu? Etwas Unheimliches verdichtet sich. Finstere Kräfte sind hier am Werk. Oh no! Gott. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Shit, vielleicht krieg ich das doch hin. Nee, vielleicht krieg ich das doch nicht hin. Thank you.
Manchmal habe ich halt so das Gefühl, ich visiere so einen Dude an und drücke auf den Zauber, aber er macht halt einfach nichts. Erst wenn ich so 3 weitere Male draufgedrückt habe, fängt er an zu casten. Und vorher steht er halt einfach nur rum und chillt. Das ist nicht so cool. Gut gekämpft. Okay, cool. Nice. Dann brauchen wir nur noch 500 EXP und haben Level Up. Das ist ziemlich cool. So, ich geh mal hier hin. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Wie kann man keinen Black Mage leveln? Das ist der beste Job einfach. Der beste Job, so. Du stehst einfach nur da und machst einmal einen auf den und plötzlich explodiert einfach alles um dich herum und bist einfach Maximum Damage Dealer, so. Das ist der coolste Job einfach. Alle kein Geschmack hier. Alle kein Geschmack. Ah ne, warte. Hier geht's ja lang. Summoner möchte ich irgendwann auch noch lernen. Den finde ich auch cool. Willkommen, Mu. Du gut gekämpft, ich spüre. Ja, ich habe, I tried very hard and I got very far. So, gut, tut gut, dich wiederzusehen. Da, sick. Erstmal ein Level abkriegen. Tada! Oh, ich hab Blitzgar, voll cool. Yo, hau raus. Cool. So, was gibt es jetzt hier noch? Jetzt bin ich motiviert. Sei gegrüßt, Schwarzmagier Mu, erneut. Hätte der Zeitpunkt deines Kommens nicht besser gewählt sein können. Ja, ich war in der Nähe, abermals. Es war eine Wonne, dich im Finsterwald kämpfen zu sehen, Mu. Bei uns Kobolden existiert eine uralte Überlieferung und wegen ihr bin ich hier. 4 Magiekündige würden dich einfinden und auf dem... Okay. Der Gil ist gefallen. Sehr richtig. Wir haben genau dieselbe Weissagung empfangen. Okay. Crazy, Alter. Meiner eigenen Familie ist die Prophezeiung seit etwa 100 Jahren bekannt. Aha. Ja, dann los geht's. Ich bin bereit. Zufälligerweise bin ich einer von 4 Schwarzmagiern. Die anderen 3 stehen vor mir. Worauf warten wir noch? Leia, danke für deinen Sub! Mega guti-gut, Alter. Finde, was dein ist. Okay. Dafür muss ich... Ach, das ist da beim Gold Saucer in der Nähe. Das ist ja witzig. Ich schätze mal... Das hier ist näher. Ba-ba-da-bam, ba-dam. So. Einmal aufs Motorrad gesprungen und einmal nach oben gefahren und wahrscheinlich... Ist das jetzt eine Höhle oder ist das ein Durchgang?
Das rote Labyrinth. Ha! Witzig. Kann ich hier raus? Scheinbar nicht so. Okay, dann gehe ich wieder. Schon okay, schon okay. Wenn das ein Schwarzmagier ist, warum sieht er nicht aus wie Vivi? Die sind alle noch im Training. Das ist meine Erklärung, warum die alle noch nicht so richtig krass sind. Muss ich da hoch? Scheinbar schon. Nice. Oh, ich will Blitzgar ausprobieren. Einfach mal 30 Sekunden kontinuierlich Schaden machen. Das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Da kann sich doch mal keiner beschweren. Jetzt hätte ich noch gerne, dass ich meine HP, nee, gar nicht meine MP noch aufladen. Bisschen schneller wäre schon cool. Ach, passt schon. Oh, nicht mal ein Monster. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Dann auf in den Finsterwald. Ja, sorry, dass ich meine Zauberkräfte ausprobieren möchte. Ich werde sie in Zukunft nur noch taktisch in der perfektesten Situation einsetzen. Muss ich auch nochmal hin? Ach, da oben, okay. Der soll mal nicht so einen Stress machen. Irgendwo hier war das, oder? Oh Gott, ich bin überfordert. Ach da, ich bin halt vorbeigefahren. Sehr gut. Bist du böse? Okay, oh. Ey, ich stand einfach neben ihm. Wenn ich jetzt wegen dem scheiß Wolf draufgehe, ne, kotze ich. Oh mein fucking Gott.
Was für ein Müll, Alter. Warte mal, habe ich nicht hier irgendwie... Blach. Gegengift. Passt schon. Jetzt bin ich auch geheilt. Ganze 160 HP, ne? Hat sich schon gelohnt. So. Eat my fire stick, dude. So, und zu guter Letzt noch hier nach... Oh, what? Gehen wir hier hin. Haben wir direkt noch was zum Harmonisieren? Muss sich ja auch lohnen. Das muss man ja auch mal hinkriegen. Ponk. So, muss ich eigentlich nochmal hin? Nach da oben. Okay. Oh Gott, diese Kartensteuerung, Alter. Keine Zeit für. Keine Zeit für. Tada! Einfach mal XP geschenkt bekommen, indem man neue Bereiche auf der Map begutachtet, begeht, bedulidudet. Ach shit. Ach shit. Das ist ein bisschen widerlich hier unten. Yuck! Dass hier tatsächlich andere Spieler sind. Crazy. In einem MMORPG vor allem. So, ich habe Jobausrüstung bekommen. Habe ich auch coolere Sachen noch bekommen? Sortieren. Es sieht auf jeden Fall schon sehr Black Mage-mäßig aus, was ich hier bekommen habe. Ich habe übrigens so einen crazy Helm bekommen, der einfach witzigster Shit ist, so. Freue ich mich drüber. Mach ich trotzdem aus. Okay, das Gewand gibt es erst bei einer Level 50 Quest, dann gehen wir dem gleich nach. Sind ja nur noch 3 Level. Das schaffen wir wohl auch noch.
Es gibt mir schon so ein bisschen Dark Souls Swamp Vibes. So, es ist Vibes vor allem. Vibes. Aber eher so Dark Souls 2 als Dark Souls 1. Oh, ernsthaft? Kann ich einfach total smart hier ranschleichen? Nein, kann ich nicht. Ass. Hey Sarah, es geht ab. Crazy. Perfekt. Greif mich nicht an. Ah, cool, so. Jetzt schnell weg hier. Was ist denn das meistabonnierteste MMORPG der Welt? Ist das immer noch WoW? Ich dachte, das wurde schon lange überholt. Ja, aber ich ging davon aus, dass viel mehr Leute die Trial-Version des award-winning MMORPGs Final Fantasy XIV spielen würden, wo du genauso das critically acclaimed Add-on Heavensward besitzt und ohne Zeitbegrenzung auf Level 60 spielen kannst. So, keine Ahnung. Da ging ich davon aus, dass die Anfangsbereiche ein bisschen größer wären. Also nicht größer, sondern ein bisschen populärer. Der sieht voll cool aus. Aber ich werde mich nicht auf Level 29 runter reduzieren. Och. Mein Gott, ey. Hey Tails, was geht ab? Whee. Ich meine, ich bin zurzeit auch wieder aktiv in Final Fantasy XIV unterwegs nach einem Jahr Stille. Aber ich habe in einer Woche, nicht mal, weniger als einer Woche, so viel Fortschritt gemacht wie vorher irgendwie in 3 Monaten. Daher. Mega gut, mega gut. Hier kommt doch jetzt was richtig Böses raus, oder? Bei so einem fetten Riss. Ah, sick, sag ich doch. Ich werde das neue Xenoblade spielen. Ich freue mich schon sehr doll drauf.
Gott, es hört nie auf. Haben wir es? Mega. Oder? Ah, na bitte. Ha! Warum fahre ich hier jedes Mal rein, wenn es offensichtlicherweise nicht der richtige Weg ist? Jetzt habe ich sogar einen Black Mage-Hut. Das wird ja immer besser. Dann fehlt ja nur noch die letzte Quest und dann bin ich endlich vollwertiger Black Mage. Zumindest vom Aussehen her. Whee! So, Mr. Check. Boom. Okay, mehr kann ich noch nicht machen. Da muss ich dann erst Level 50 sein. Whack. Haha. Nice. Warum hat er den nicht ausgerüstet? Der ist viel cooler. Es sieht schon ein bisschen cringe aus. So, es tut mir leid. Ah, deswegen hat er das nicht gemacht. Okay, ich verstehe. Es ist halt, you know, es gibt Dinge, die kann man machen, und dann gibt es Dinge, die kann man auch einfach nicht machen. So, perfekter Black Mage einfach. Oder habe ich noch was Besseres? Das hier. Das kommt der ganzen Sache halt echt schon am nächsten irgendwie. Aber naja. Das sieht mondän aus. Total, Junge. Was geht ab, so. Dann sind wir ja soweit erstmal dabei. Oh, möchte ich ein Ticket verwenden? Ich glaube schon. Kaum ein Ticket geht.